das WTB Outdoor Woodpecker Messer heute in einer kleinen Langzeit-Review. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin bei diesem wunderbaren 30 Grad Wetter draußen in der Natur unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Das WTB Outdoor Woodpecker ist ein Messer, das ich jetzt ein halbes Jahr ungefähr in Benutzung habe und jetzt erlaube ich mir langsam eine richtige Review darüber abzugeben. WTB Outdoor kennen vielleicht der ein oder andere von euch schon, das ist auf jeden Fall eine deutsche Vertriebsfirma, wenngleich sie nicht komplett in Deutschland herstellen lässt, soweit mir das bekannt ist. Und da gibt es verschiedene Messer, zum Beispiel das Woodpecker, aber auch noch das Falcon, das ein bisschen robuster gebaut ist. Und dann gibt es auch noch ein Hobo etc. etc. Ne? Ein paar Outdoor-Produkte, die man gut gebrauchen kann. Und heute schauen wir uns dann dieses Messer, also das Woodpecker, mal ein bisschen genauer an. Ganz am Anfang muss ich erstmal sagen, die Schnitzleistung ist absolut in Ordnung. Ne? Also man kriegt hier richtig schön was raus aus dem Holz. Man kann aber auch ein bisschen feiner arbeiten. Ich muss sagen, es ist angenehm scharf. Es ist aber nicht super scharf. Und bei einem Schnitzmesser und bei einem Küchenmesser brauche ich auch keine Ultraschärfe. Das ist aber natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Wenn ihr eine Rasierklinge haben wollt, dann müsst ihr das gegebenenfalls halt nachschärfen. Alle Links, die ihr natürlich braucht, sowie zu Vergleichsmessern, findet ihr mal wie unten in der Videobeschreibung. Vorher kommen wir erstmal zu den harten Fakten, bevor ich euch mein Fazit am Ende gebe. Das Messer wird, soweit mir bekannt ist, aus einem 440C Stahl hergestellt, ist also rostfrei, hat G10 Griffschalen, ist ganz knapp unter den 12 cm bzw. auf den 12 cm gelandet. Bei mir ist der Ring hier immer ungefähr 12 cm, das habe ich mal irgendwann ausgemessen. Das heißt, es ist durchaus § 42a konform, noch muss man dazu natürlich sagen. Ne? Da wird ja gerade ein bisschen spekuliert, ob man da was verändern soll. Das Ganze kommt mit einem Flachschliff daher, relativ standardmäßige Klingenform an sich. Hinten ein rotes Lanyard dran, was mir sehr gut gefällt, weil ich mag immer die Kombination aus Schwarz und Rot. Das ist aber reine Geschmackssache. Und dann kommt es zum Beispiel noch in so einer kleinen Kydex-Scheide daher, wo wir hier noch ein paar Freiflächen haben, um da was dran zu machen. Zum Beispiel einen Feuerstahl, der natürlich nicht mitgeliefert wird. Aber dazu besteht natürlich die Möglichkeit, lasse ich gleich mal fallen. Und dann haben wir hier hinten einen Clip. Mit dem können wir das Messer natürlich horizontal und vertikal einfach am Gürtel befestigen, umsetzen, je nachdem, was unser liebstes Anbringungsmerkmal dabei ist. Und das Messer sitzt fest in der Scheide, kann ich rütteln, wie ich will. Und es geht auch mit einem angenehmen Klacken rein und auch wieder raus. Das heißt, das ist schon mal sehr gut gearbeitet, diese Scheide. Mit Scheide liegt das Messer irgendwo im 150 Gramm Bereich, also ist nicht allzu schwer. Was auch auffällt, ist, dass der Griff nicht besonders riesig ist. Ne? Also ich komme hier gerade so rum, muss ich sagen. Das heißt, wenn ich ein schweres Arbeitsmesser habe, möchte ich einen langen Griff haben, wo ich auch nochmal umgreifen kann. Wenn ich aber kleinere Schnitzarbeiten machen möchte und auch natürlich Küchenarbeiten, dann finde ich einen so kurzen Griff sogar relativ als angenehm. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen Geschmackssache, was man da sieht. Zum Beispiel ist von einem Mora-Messer der Griff ähnlich lang, vielleicht einen Tick länger. Und der ist mit zum Arbeiten vom Mora zum Beispiel auch schon wieder fast zu kurz. Ne? Preislich liegen wir irgendwo im 40, 50 Euro Bereich, je nachdem, wo ihr es kauft. Ne? Wenn ihr es kauft, dann vielleicht am besten nicht bei Amazon, sondern direkt über die Vertriebsseite, je nachdem, wie ihr es am liebsten habt. Zum Batonieren würde ich dieses Messer vielleicht nicht hinnehmen. Das ist ungefähr oben 3 mm breiter Klingenrücken. Kann man trotzdem machen. Im Endeffekt ist allerdings 440C Stahl und das habe ich auch schon mal bei Haller-Messern gemerkt. Gerade im vorderen Bereich dann etwas abknickend und dann kann das ja problematisch werden. Also ne, zum Batonieren vielleicht nur im Notfall und dann eher als Seitenmesser fürs Küchenutensil, fürs Schnitzen, für mal ein Seil durchtrennen und die ganzen kleinen Arbeiten, die sonst so auch gerne im Camp anfallen oder auf einer Trekkingtour, weil das ist durchaus in einer Gewichtsklasse, wo ich sage, dass man es auch noch mit auf eine kleine Wanderschaft nehmen könnte. Was ich schon eingangs erwähnt hatte, vom Schnitzen her ist das absolute Ordnung. Es beißt sich einfach schön rein in das Holz. Der kurze Griff, der stört ehrlich gesagt auch gar nicht beim Schnitzen. Ah. Man kriegt ordentlich was runter. Man kann auch fein damit arbeiten. Wunderbar.
Ne? Also es erfüllt die Aufgaben, die es verspricht. Wie habe ich das Messer jetzt in den letzten Monaten im Einsatz erlebt? Es erfüllt seine Aufgaben. Man muss da gar nicht, glaube ich, so viel drum herum palabern. Im Endeffekt tut es das, was es soll. Es schneidet mir die Zwiebeln, es schnitzt mir einen Stock bzw. Kerben rein, wenn ich irgendwas in der Art und Weise brauche. Und dafür ist es absolut in Ordnung. Ich finde den Preis von 40 Euro in Ordnung. Damit kann man leben, bzw. es ist natürlich auch immer schwer, ne? Es gibt ja Mora-Messer und im Prinzip braucht man ja nicht mehr als ein Mora-Messer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ich finde das schicker. Ich finde es von der Scheide her sowieso schon mal schicker, ne? Auch deutlich angenehmer. Vor allen Dingen, weil man es halt auch seitlich am Gürtel tragen kann und nicht nur hochkant, ne? Auch so, weil ich finde, dieses seitlich am Gürtel tragen finde ich im Camp deutlich angenehmer, als wenn es mit der Kydex-Scheide direkt hier so dranhängt, wie es zum Beispiel beim Mora-Messer der Fall ist. Nettes kleines Messer, was Patrick da entwickelt hat von WTB Outdoor, ich glaube so heißt der Geschäftsführer, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Es macht das, was es soll, für einen angenehmen Preis. Das war auch schon alles, was es zu dem Messer zu sagen gibt. Kleine, kurze, knackige Review, gefällt mir insgesamt. Ich hoffe, dir hat das Video dazu auch gefallen und du konntest dabei ein bisschen was mitnehmen. Wenn du Erfahrung hast mit den WTB Outdoor Messern, dann würden mich deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren interessieren. Einfach mal reinschreiben. Davon kann ich auch immer profitieren, wenn ich mehrere Meinungen bekomme. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Videos, natürlich über Outdoor-Ausrüstung, so wie immer. Hier unten auf den beiden Button kannst du entweder meinen Ausrüstungskanal abonnieren oder meinen Outdoor-Kanal. Und nun in der Videobeschreibung findest du sonstige Informationen. Wenn du da mal was nicht findest, schreib es unten in die Kommentare, dann kann ich darauf antworten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.